Ja, Strike, endlich geschafft. So oder so ähnlich klang es am Montag, denn das Abi ist fast geschafft. Es war der letzte Schultag für dieses Jahr. Und da haben wir auch gleich für euch Bilder, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Vorher aber haben wir noch einen kleinen Beitrag, was heißt klein? Es geht immerhin um die Kabarettwochen von den uckermärkischen Bühnen Schwedt. Die Gaussianer haben dort auch ein Stück inszeniert und das nennt sich die Gaussgeschlossenen. Wenn Adolf Hitler, Edmund Stoiber, Walter Ulbricht und George W. Bush gemeinsam über ihre Ängste sprechen, ist das weder Parteitag der Linken bzw. NPD noch Präsidentenwahl in den USA, sondern die Psychorunde der Gauss-Gestoßenen. Nun handelt es sich hierbei nicht um die neue alte neue deutsche Rechtschreibung, sondern um die politische Kabarettwerkstatt der uckermärkischen Bühnen Schwedt. Und wiederum das ist eine von der Robert-Bosch-Stiftung inszenierte und geförderte Gelegenheit für Jugendliche, sich satirisch mit Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. So ist das also. Die einen werden gefördert, andere werden zum Teufel gejagt, wenn sie Satire machen. Tch. Ich habe das gar nicht für voll genommen, weil ich dachte, wer will schon Geld verschenken? Und irgendwann meldete sich die Bosch-Stiftung und sagte, nee, wir wollen euch wirklich bitten, wollt ihr nicht mitmachen? Und dann folgte noch ein Bewerbungsverfahren. Die Kollegen waren hier und haben sich das angeschaut und waren davon überzeugt, dass es bei uns so funktionieren könnte. Von 19 weiteren ostdeutschen Einrichtungen, wo es hätte funktionieren können, blieben im Endeffekt Bühnen in Potsdam, Rostock, Magdeburg und der Standort Schwedt erhalten. Supi! Nun war es Anfang letzten Jahres an der Zeit, die Jugend zu mobilisieren und geeignete Schülerinnen und Schüler für das Projekt ausfindig zu machen. Warum gerade das Gauss-Gymnasium? Ja, wir haben überlegt, mit wem wollen wir es machen. Und da wir wussten, wir haben 4 Monate Zeit, wir müssen Texte schreiben, wir wollen die auf die Bühne bringen, wir wollen politische Inhalte rüberbringen, haben wir gedacht, wir suchen uns interessierte Schüler, die vielleicht schon so mal Theater gespielt haben und vielleicht 17-, 18-jährige Schüler. Und dann sind es eben diese Schüler geworden vom Gauss-Gymnasium, weil die mich in ihrer letzten Inszenierung sehr überzeugt haben. Also im letzten Jahr im Schultheaterfest haben die mir gut gefallen und deswegen habe ich die angesprochen. So begann man letzten April mit der Zusammenarbeit zwischen den Regisseuren Axel Peuke sowie Wolfram Scheller und den Schülerinnen und Schülern des DS-Kurses unter der Leitung von Antje Mücke. Das Thema Jugend grenzenlos umzusetzen. Bei der damaligen Pressekonferenz und Probe erkannte man sofort, Witz und Kritik unter einen Hut zu bringen, um die lästigen Fragen der Journalisten zu beantworten. Also sind im Kurs zusammen und machen das eigentlich in der Unterrichtszeit, aber sind wohl auch bereit, in der Freizeit zu kommen. Nachdem man sich in den ersten Proben erst einmal kennenlernen durfte, wurde auch schnell die Zielsetzung erläutert. Welche Chance wollten die Regisseure mit diesem Projekt nutzen und was wollten sie gemeinsam erarbeiten? Das Schöne an so einer, oder die Chance an so einer Arbeit ist, dass wir nicht nur jetzt als die Macher auftreten und sagen, du machst jetzt das, sondern dass man wirklich gemeinsam Sachen erarbeitet, sowohl textlich wie auch spielerisch. Ja? Und dass man einfach versucht auch, was sind die Themen, die Sie bewegen, die uns bewegen, kommt man da zusammen, gibt es da Streitpunkte, diese Streitpunkte gilt es auch sozusagen auch auszudiskutieren. Am 12.04. diesen Jahres war es dann soweit. Die Premiere der Gauss-Gestoßenen stand bevor. Grund genug, in Erfahrung zu bringen, wie sich das Projekt Jugend grenzenlos nun wirklich entwickelt hat. Und wieder einmal die Chance, etwas für unsere und eure kulturelle Bildung zu tun. Wir sprachen daher mit Axel Peuke, Regisseur, ne? Ja. Jetzt wurden Sie ja praktisch im letzten Jahr auf die Gaussianer einfach drauf losgelassen und dann sollte was entstehen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen zur Zusammenarbeit. Naja, nicht nur wir wurden, sondern die ja auch auf uns. Also es war ein volles Zusammentreffen, was aber ohne Knall vonstatten ging, sondern sehr behutsam, sehr, sehr freundlich auch, weil die Gaussgestoßenen, also die Schüler, wirklich was machen wollten, hatten zwar im Rahmen ihres DS-Unterrichtes den Auftrag, aber haben dann ganz schnell die Pflicht vergessen und haben dann einfach den Spaß gemeinsam mit uns erleben dürfen. Das hieß, dass man vorsichtig ranging, was ist Kabarett, was kann man machen, was sind die Themen des Kabaretts.
dann haben wir angefangen, ein bisschen zu improvisieren, ein bisschen zu spielen. Und dann haben sie, und das hat sich als sehr gut erwiesen, haben sie alle Texte, die heute zur Premiere ertönen und zu hören sind, alles selber geschrieben. Also wir mussten selber, also Wolfram, der andere Regisseur und ich, mussten nichts dazu schreiben oder wir haben ihnen geholfen, aber die Texte sind alle von ihnen. Und genau das ist sehr bemerkenswert, denn die Mischung aus Stand-up, Sketch und Musik setzte sich gleichermaßen witzig und aber auch knallhart mit aktuellem Weltgeschehen, gesellschaftlichem Zusammenleben und natürlich der Stadt Schwedoder auseinander. Und das ist erschreckend realitätsnah. Kein Fest also für Engstirnigkeit und Parteigenossen welcher Regierungspartei auch immer. Wurde was zensiert? Also war irgendeine Sache zu heiß? Nee, wir haben gesagt, da wir nun in der Demokratie leben und die Demokratie schließlich damit auch leben muss, dass andere das nicht so gut finden oder es anders sehen, haben wir gesagt, nee, wir machen erstmal alles. Also jeder kann sich auch äußern. Wir haben dann nur zensiert oder besser gesagt rausgenommen, aber gemeinsam mit den Schülern, wenn was bühnenuntauglich war. So kann man sich bei den Gaussgestoßenen auf eine gute Stunde Humor der etwas anderen Art freuen, wenn zum Beispiel das immer älter werdende Schwed thematisiert wird. Schwed, auf den ersten Blick eine gewöhnliche Stadt im Nordosten Deutschlands. Doch im Laufe des Vormittags, wenn die Schüler in der Schule, die Arbeiter auf der Arbeit und die Arbeitslosen zu Hause sind, dann kommen sie heraus. Bevölkern jetzt die Straßen und für diese wenigen Stunden dominieren sie das Stadtbild. Wenn Immigrationspolitik auf die Schippe genommen wird, sie alle haben hervorragende Qualitäten im Nahkampf bewiesen. Jo Mann, jetzt war mal krass kurz. Das soll dieses Bootcamp sein, oder? Das ist doch ein Witz, Mann. Name? Askar. Jetzt hör mir mal gut zu, Bushido. Fällst du mir noch einmal ins Wort, dann fahr ich dich persönlich über die Grenze. Jo, krass, Mann. Was fährst du für eine Karre? Ruhe! Zurück ins Glied! In Reihe und Glied! Jo, chill mal, Römer. Wenn Castingshows und Teleshopping anderweitig interpretiert werden, denn mit dem neuen Videospiel Politik 3.0 wird es dich vom Hocker hauen. Erlebe spannende Levels im Kanzleramt. Auf einer Montagsdemo, beim G8-Gipfel oder im Bundestag. Jo, das klingt überaus spannend. Erzähl uns mehr von diesen Spiele-Blockbustern. Wenn Hass neu definiert wird. Na klar, ich habe auch schon Böses getan. Schlagen, klauen, treten. Aber das ist doch nichts Schlimmes, weil ich ja meine Gründe dafür habe. Und wenn Arbeitslosigkeit hochgelobt wird. Bin direkt hin zum Amt für Grundsicherung und hab ausgefüllt den Antrag für Hartz IV. Naja, was bleiben mir denn für Alternativen? Vielleicht Wachschutz mit einem Stundenlohn von 4,82 Euro? Oder besser noch Friseur für 3,50 die Stunde? Brutto? Und hinterher noch aussehen wie Udo Walz? Und vieles weitere mehr. Dabei ist erstaunlich zu beobachten, wie weit voneinander entfernte Themen doch auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden konnten. Zwar hatten die Gaussgestoßenen zwei Politologen an ihrer Seite, um da überhaupt durchzusehen, aber dennoch muss sich das, was von den Jungs und Mädels verfasst worden ist, hinter professionellem Kabarett nicht verstecken. Wo wir gerade beim Thema sind. Wie war denn eigentlich die Zusammenarbeit mit sogenannten Laien,